Wir sagen, wir haben einen Gast da, und zwar ein junges Fräulein, das ist die Vivienne. Und die Vivienne interessiert sich ganz närrisch mit ihrer jungen Jahr schon für Gesundheit. Okay? Die Vivienne hat mir einen Bericht geschickt und den habe ich voll interessant gefunden für gesund alt werden. Okay? Weil das ist wirklich ein Thema, was ganz viel Haushalte betrifft. Vivienne, worum geht's? Wenn du dich kurz vorstellen möchtest und worum geht es in deinem Thema? Ja, also wie die Ruth schon gesagt hat, ich bin die Vivienne und ich interessiere mich voll für Gesundheit und einfach wie man es schafft, gesund zu leben. Und vor allem interessiere ich mich für das Thema Krebs. Und ich habe ein ganz interessantes Buch gelesen und zusammen habe ich der Ruth eben einen Artikel geschickt. Und da geht es um das Thema Mikrowellen. Mikrowellen haben wir, glaube ich, völlig alle daheim und wir benutzen sie irgendwie alle wieder, ohne überhaupt ins Bewusstsein zu sein, was eine Mikrowelle bewirkt. Wir denken, es macht einfach das Essen warm, aber da steckt etwas ganz anderes dahinter. Und so war mir einfach wichtig, dass das vielleicht auch ein paar Leute fragen, was also eine Mikrowelle überhaupt tut, weil man sich nicht bewusst ist, was also eine Mikrowelle bewirkt. Genau, und was es mit den Mikrowellen auf sich hat, das werden wir zwei jetzt miteinander versuchen, eigentlich zu erklären. Okay? Vivienne, fangen wir mal an, Mikrowellen. Ja, also man hat verschiedene Studien gemacht, über die man kein erzählen möchten. Und in einer Studie ist es darum gegangen, dass man Wasser in der Mikrowelle erhitzt hat und man versucht hat, mit dem Wasser dann noch Samen zum Keimen zu bringen. Aber man hat es nicht richtig. Das ist auch ein geschafft, ja. Und wenn man schon irgendwo weiß, dass man mit Wasser, wo man probiert hat, noch Samen zum Keimen zu bringen, sind nicht richtig, dann fragt man sich irgendwo schon, ja, was tut denn das denn überhaupt mit unserer Nahrung, die wir in der Mikrowelle kochen und danach einfach noch essen und denken, ja, wird schon gut sein. Es ist aber so, dass Nahrung, die man in der Mikrowelle erhitzt hat, die hat danach ganz schlechte Nährwerte und man hat sogar krebserregende und hirnschädigende Stoffe in den Nahrungsmitteln gefunden, was man in der Mikrowelle erhitzt hat. Ja, und Studien haben auch gezeigt, dass Mikrowellennahrung Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, emotionale Labilität, also nicht allen Hormone, gell? Mikrowellennahrung kann dafür verantwortlich sein und schwindende Intelligenz. Also wir verblenden damit, gell? Weil einfach die Mikronährstoffe, also der Nährstoffgehalt in die Lebensmittel wird einfach zerstört. Das wird oder verändert oder zerstört. Gell? Ja, es ist zum Beispiel auch so, dass Vitamin B-Komplexe oder auch Vitamin C und E, was voll wichtig sind für die Stressbewältigung und für die Vorsorge für Krebs- und Herzkrankheiten oder auch andere Spurenelemente, die was die Körper- und die Gehirnfunktion unterstützen, die werden einfach zerstört und für den Körper unbrauchbar gemacht, auch wenn man die Nahrungsmittel auch ganz kurz in der Mikrowelle erhitzt. Das heißt, im Prinzip ist das Essen aus der Mikrowelle außer hat den Nährwert von einem Karton. Okay? Im Prinzip können wir ein Karton essen, fehlt ein Morgen, gell? Und Nährwert haben wir gleich viel. Deswegen, Leute, überlegt euch, ob es das Gerät überhaupt nicht weiter verwenden wird, informiert euch, gell? Es gibt Studien noch und nöcher, dank Google, kann man ja gar alles selber recherchieren und so. Nicht leid, aber, gell, dass wir da Pappe im Prinzip essen nachher, sondern die Strahlen, die gehen auf die ganzen Möbel auswendig um, in dieselben Einrichtungsgegenstände innen und dieselben wären gleichzeitig nachher auch noch in einer Strahlungsquelle, gell? Und wenn wir die Strahlen schon Wasser hinmachen, also null, essen sie Karton macht, dann frag ich mich, was tut das mit mir, was sind die Strahlen mit mir, wenn die jetzt wieder zu mir kommen, gell? Was passiert neu? Ja, man hat auch herausgefunden, dass die Leute vermehrt die Mikrowelle zum Kochen nutzen, dieselben erkranken häufiger an Magen- und Darmkrebs und sie haben viel häufiger Verdauungs- und Ausscheidungsstörungen. Ja, was passiert jetzt da eigentlich mit den Mikrowellen, mit den Wellen? Die Mikro heißt ja kleine Wellen, nicht? Was passiert da? Also die Feuchtigkeit in der Nahrung drin, der wirst du in Sieden, der wirst du in Kochen gebraucht, gell? Und das passiert eben, indem die Wassermoleküle in einer unglaublichen Geschwindigkeit, also milliardenfach hin und her, gell, katapultiert werden. Also in einer Geschwindigkeit, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja. Gell? Das wärst du da drin so viel hin und her gewirbelt und was passiert nachher?
Ja, es ist einfach so, dass die Nahrungsmittel, die Zusammensetzung von den Nahrungsmitteln, die wird so viel drastisch verändert, dass da einfach neue Konstrukte entstehen, die Zusammensetzung, es mutiert irgendwo einfach, kann man sagen. Und da, für den Körper ist das nicht mehr eine Nahrung, sondern eigentlich lassen wir nur am Müll. Das du kennt er nicht mehr, gell, und kannst somit nicht mehr Ja. verstoffwechseln. Also da kommt so was Fremdes in ihn, dass er das nicht mehr weiß, da weiß er einfach nicht mehr, was damit anfängt, gell. Der Vitamin- und der Nährstoffgehalt ist so viel gering und so viel verändert, dass der Körper keinen Nutzen mehr draus ziehen kann. Überhaupt, der kann da nicht mehr anheben damit. Und das Tragische ist, dass es auch nicht mehr imstande ist, anzubauen. Quasi die Schlacken, was da entstehen, die kriegen auch nicht mehr außen. Gell? Das bleibt alles in uns drin. Da haben sie ein Experiment gemacht, wie ich den interessant erzähle. Ja, das ist ganz ein interessantes Experiment und ich glaube, wenn man das hört, dann denkt man wirklich noch mal drüber nach. Da hat es ein Experiment gegeben, da hat man Katzen für eine gewisse Zeit lang, ich weiß nicht noch sagen, wie lange, mit den besten und natürlichsten, mit den besten und natürlichsten Nahrungsmitteln, was man gehabt hat, Katzenfutter, also ernährt. das Ja, Beste, aber wirklich gell? auch super Ja. Katzenfutter. Und man hat aber das Katzenfutter, laufe ich 91 Minuten, in der Mikrowelle ernährt und Erhitzt, erwärmt, ja. erhitzt, ja, und hat die Katzen nachher mit denen ernährt. Und das Tragische ist, die Katzen, die sind nach 6 Wochen, das sind la 6 Wochen, nach den 6 Wochen sind die Katzen alle gestorben, auf irgendeine mysteriöse Art und Weise. Man hat die Katzen im Nachhinein untersucht, warum die eigentlich gestorben sind. Und das ist ja so gewesen, die Katzen haben alle noch wirklich richtig gut ausgeschaut und sind gut beieinander gewesen, Wohlgenährt, ja. gell? Ja. Aber man hat nachher in den Zellen herausgefunden, dass da einfach fast keine Spuren mehr von irgendwelchen Nährstoffen oder irgendetwas Guten noch da gewesen ist. Und man kann sagen, die Katzen, die sind verhungernd, obwohl sie die beste und nachhaltigste Ja. Nahrung gekriegt haben. Also Ja, und einfach. die Zellen von den Katzen, die bestehen ja auch aus Milliarden von Zellen aus einer Katze. Ja, gleich wie mir leid irgendwo auch. Die haben keine Nährstoffe gekriegt, Und gell? Zellei, da, weil das war das beste Essen und das hat nichts mehr genutzt, weil es einfach in der Mikrowelle erhitzt worden ist. Und Zellei für 1 Minute. Zerstört, gell? Also wirklich die ganzen Nährstoffe zerstört. Ja, jetzt Studien, natürlich Russland, Amerika liefern sich da allem Studien und da ist wirklich herausgefunden worden, dass es eben sie regelrecht da, und das ist bei uns da nicht anders, wir dürfen es da nicht rausnehmen, weil fast in jedem Haushalt steht eine Mikrowelle, kommt sie regelrecht da Krebsepidemien. Und auch wenn wir da bei uns schauen, jeder hat in seiner Familie Bekannter oder im Bekanntenkreis Fälle plötzlich Krebs. Gell? Es ist et anders. Und ob wir da nicht sollten das in die Russen ein bisschen nachmachen und wirklich ins Überlegen, wie viel wir die Mikro überhaupt nicht nutzen. Gell? Ob man das soll nutzen oder also irgendwie wir sind uns einig, gell? Also ich nutze meine lange schon lange, ich habe einen Körnsackel und so mache ich mal einen Warm auf Nacht mit ins Bett nehmen, weil sonst habe ich nicht, was mir die Füße wärmt. Und das ist fein. Aber ich habe jetzt sogar, seit mir die Vivian den Bericht geschickt haben, das Körnsackel lege ich mir jetzt auf den Heizkörper, gell? Weil man vier kommt, ich in die Mikro auf der Terrasse draußen stehen, gell? Das Körnsackel warm zu machen, kommen wir vier, da bin ja ich eine, also alles rundherum ist ja mit verstrahlt und ich nehme das verstrahlte Sackel nicht mit ins Bett. Gell? Also Ja. ich werde das in Zukunft nicht mehr tun. Vivian, ich bedanke mich bei dir. War sehr interessant, der Bericht. Ich denke mal auch für die Leute. Gell? Und Ja. vielleicht machen wir wieder mal was miteinander. Ja, Vielleicht das hast du wieder passt. einmal etwas, was alle kann interessieren. Gell? Ja. Danke dir. Ja, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank.